zuletzt bei Lego City Undercover. Damit hat Rex sein letztes Leben verloren. Und jetzt kann ich Rex. Hör auf damit! Hab ich ernsthaft Rex verhaftet? Sie haben alles ruiniert, McCain! Ich hab's in letzter Sekunde geschafft. Ist dir zufälligerweise ein Held gefragt? Oh, oh, da sind sie! Rex, nun, ist auch irgendwie weg. Sollte die Spülung jetzt lieber nicht ziehen. Ich dachte, dass du ihn dieses Mal verhaften solltest. Manche Sachen sind wichtiger als die Arbeit. Oh. Ja, ihr redet von Videospielen, stimmt's? Und ich habe den Steinmultiplikator mal 2 freigeschaltet. So, schauen wir uns mal hier hinten die Statistiken an. 5, 4, 3, 2, 1. 24 Stunden habe ich für dieses Let's Play aufgenommen. In-game Zeit 24 Stunden, also mehr als 24 Stunden habe ich aufgenommen. Und das ist echt richtig krass. 46,1% haben wir geschafft. Also ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich bedanke mich sehr, sehr doll fürs Zuschauen. Für alle, die hier bis zum letzten Part zugeschaut haben. Entweder alle Parts oder mal einen einzelnen Part, ist auch egal. Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir schreibt, was ihr von dem Let's Play haltet. Ob ihr fandet, dass ich das gut gemacht habe, wie auch immer, was ich verbessern kann. Ich bin immer offen für Kritik oder Lob, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und bei der Jagd auf die 100% in den nächsten Parts. So, gerade eben habe ich das Spiel beendet mit der ultra krassen Story. Und hier kann ich in die Fahrzeuge springen, um Missionen zu starten. Und das will ich doch mal machen. Das wurde mir direkt gesagt. Natürlich lasse ich ihn erstmal entkommen, bevor ich hier weiter irgendwo hinkomme. Das ist das Auto Hero, was ich ja in der Vergangenheit schon ziemlich cool fand. Fand, natürlich. Und damit muss ich einen Verbrecher verfolgen. Also es hat sich nichts geändert hier in Lego City. Nicht wirklich. Wir wollen aber mal sehen, wie wir das hinkriegen. Komm. Warum ist der so schnell? Der hat ja ultraschnelle Auto. Selbst mit Nitro komme ich nicht hinterher. Was ist hier los? Wo sind wir hier? Bei Formel 1 oder was? Oh, wenn ich hängen bleibe, dann komme ich natürlich erst recht nicht hinterher. Okay, er biegt zum Krankenhaus ab. Auf dem Parkplatz. Aber ich konnte ihn einmal rammen. Ja, perfekt. Nochmal mit bisschen Nitro hinterher setzen. Und ich konnte ihn nochmal rammen. Und er ist eine Kurve gefahren. Oh, das war schlau von ihm. Er hat extra gebremst, damit ich nicht voll in ihn reinbrettern konnte. Man könnte fast meinen, der Dieb hätte IQ. Oh, da habe ich noch eine Rufsäule nicht gebaut. Was ist denn hier los? Oh, gut reagiert. Er bleibt hängen. Aber er verliert kein Leben, oder was? Zwei Hits habe ich ihm gegeben. Der dritte Hit lässt nicht lange auf sich warten. Und der vierte Hit auch nicht. Jetzt schnell aussteigen und ihm hinterher rennen. Es kann ja nicht so lange so schwer sein. Das mache ich das ganze Let's Play schon. Damit habe ich ihn gefasst. Und Bonus-Missionen. Eine von 2 abgeschlossen. Und den Pursuer oder so ähnlich. Pursuer. Freigeschaltet. Ein cooles Auto. Es war doch nicht der Hero, wie ich dachte. Ach du Shit. Oh. Am Ende des Spiels, jetzt nach der Story, die erste Verfolgungsjagd habe ich ja schon gemacht mit der Polizei, wo ich das Auto. Wo ich jemanden verfolgen musste, sowas. Und das zweite ist jetzt die Verfolgungsjagd auf die andere Art und Weise. Ich werde von der Polizei verfolgt und muss dieses Auto in die Werkstatt bringen. Und das war knapp, aber ich komme gut weg. Das Polizeiauto bleibt auch dicht hinter mir.
Wahrscheinlich jetzt auch Nitro, würde ich mal behaupten, würde ich mal denken jetzt. Oh, der Zug ist gerade da. Ist doch nicht so wichtig, aber ich hänge so langsam ab. Aber da vorne ist das nächste Polizeiauto schon. Ah ne, ist das ein Polizeiauto? Ne, ist kein Polizeiauto. So, da kommt ein Sheriff mit einem Hut. Aber der stört mich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich folge einfach der Route. Wo ich hin muss, meine ich. Nicht, wo ich lang muss. Das zeigt ja die Route an. Ah, das ist auch ein Polizeiauto. Oh, das hat mich gerammt. Ein Treffer. Musste ich einstecken und das war ganz schön knapp. Das hätte gut ein Treffer werden können. Aber da vorne waren alle im Weg. Und haben der Polizei gut den Weg versperrt. Das Polizeiauto hat mich fast bekommen. Ganz, ganz knapp war das mal wieder. Okay, jetzt habe ich mir selbst geschadet. Ich möchte nämlich einfach durch den Tunnel hier fahren, anstatt den anderen Weg zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber der Polizist da hinten, der fährt gegen die Wand, anstatt mich zu treffen. Aber ich habe nur noch 2 Leben. Das ist halt das Problem. Aber ich bin optimistisch einfach mal. Und denke, ich schaffe das. Richtung Flughafen. Boah, war? Meine Schuld war das nicht. Jetzt, das ist voll unfair. Alle fahren mir hier in den Weg und wechseln genau die Straßenseite. Wenn kein Mensch das braucht. Okay, es wird ziemlich knapp. Ich glaube, da hinten auf dem Flugzeuggelände ist es, oder? Was ist da, mein Polizeimotorrad? Und dann hier gut rein. Und ab in die Garage. Perfekt. Erster Versuch. Und das ist die zweite Bonus-Mission. Und wir bekommen das Auto natürlich auch. Letzte Aufgabe im Spiel. Mir fehlt noch ein Charakter. Ich habe im Internet gegoogelt, was man für den machen muss. Und habe herausgefunden, es sind 5 SOS-Notrufsäulen, die man anmalen muss, in Orange. Dann habe ich das überprüft, laut einer Karte. 2 Notrufsäulen befinden sich hier. Die habe ich, die nächste habe ich hier um die Ecke, habe ich gesehen, dass ich die auch hatte. Und ich habe mich halt gefragt, wo der Charakter ist, weil ich mir eigentlich schon gedacht hatte, dass ich, wie auch die hier da hinten in der Ferne, dass ich alle schon bekommen habe, die zählt hier nicht. Und habe die dann einfach nochmal überprüft mit der Karte. Und am Schluss, wie man hier sieht, vorletzte Notrufsäule, ich glaube, man bekommt so einen Pizzaboten als Belohnung. Und die hier habe ich alle gemacht, aber ich habe dafür keine Belohnung bekommen. Und bedeutet, ich bleibe bei 99,8% stehen und kann die 100% nicht erreichen. Hinter dieser Mauer liegt der letzte Charakter, den ich für die 100% einsammeln muss. Da vorne auf der Insel ist er. Wir müssen nur noch hinkommen, ohne dass das Spiel abstürzt oder irgendwas. Oder wir ins Wasser fallen. Und da haben wir ihn. Oliver Duffy ist der letzte Charakter, den wir in LEGO City für die 100% sammeln. Noch speichern und jetzt haben wir die 100%. Noch nicht, aber gleich. Haben wir den 100%, wenn wir den Charakter noch in der Telefon- oder in der Umkleidekabine freischalten. Hier haben wir ihn freigeschaltet und jetzt 100% bitte. Was? Oh nein, mir fehlt noch ein Auto hier. Ob ich die 100% jemals erreichen werde? Wird das jetzt das letzte sein, was ich in diesem Spiel sammle? Hier ist der Anchester. Nochmal aus dem Museum. Da ist es, das letzte Auto. Wir haben es erhalten und jetzt müssen wir es noch freischalten. Das letzte Mal sind wir hier unten in der Polizeistation. Wir gehen auf Kompakt und schalten den Anchester frei für 100k. Und jetzt 100% Freizeichen. Yes! Endlich! Es hat so ewig gedauert!
Das Freischalten der 100% hat noch einen Vorteil, und zwar ein weiterer roter Stein-Sheet, und zwar die super Minifigur. Und wow, das ist irgendwie echt eine riesige Figur. Wir haben den Astronauten jetzt in, was weiß ich, fünfmal so groß. Hier der Boost, der funktioniert noch normal. Zum Ende dieses riesigen Projektes werde ich nochmal alle Verkleidungen bewerten, nachdem welche Funktion sie haben und wie sie in der Story eingesetzt wurden. Fangen wir an mit dem Zivilisten. Dem gebe ich eine glatte 5, normal. Der Polizist mit seiner Wurfhackkanone eine 8. Der Dieb eine 6,5. Der Bergarbeiter eine 8 mit seinem Sprungangriff hier. Der, was war das? Der Astronaut. Dem gebe ich eine glatte 10, vor allem mit seinem Raketenrucksack, der am Ende dazugekommen ist. Und natürlich der Boost hier. Dann der Farmer, dem gebe ich eine 1 von 10. Weil der Hühnergleitflug, der macht keinen Spaß, der ist total verbuggt. Und sonst kann der eigentlich auch nichts Besonderes, auch von der, an die Story ist der schlecht. Ja gut, der kann noch Eier schießen, aber wo braucht man das? Man macht noch nicht mal was kaputt meistens. Dann haben wir den Feuerwehrmann, dem gebe ich eine 5,5, den braucht man eigentlich auch kaum. Das Wasser schießen ist auch verbuggt und das Löschen. Und der Elektriker mit seinem Thrill Ride, oder wie der auch auf Englisch heißt, den gebe ich eine 8, genau wie dem Polizisten und dem Bergarbeiter. Das heißt, der Astronaut ist auf jeden Fall der beste Charakter und der Farmer der schlechteste. Und in der letzten Szene zeige ich jetzt, wie es aussieht, wenn man mit der Super-Mini-Figur in Autos fährt. Und da eignet sich der Rennfahrer im Dragster natürlich hervorragend. Und damit sage ich Ciao aus Lego City.